Der populärste Film habe ich mir bis zum Schluss aufgespart, nämlich The Hateful Eight. Populär deswegen, weil es ist der 8. Film von Quentin Tarantino, von diesem Kultregisseur. Ich habe jetzt extra das ein bisschen in Anführungszeichen gesetzt, weil ich muss sagen, ich bin nicht wirklich hundertprozentiger Quentin Tarantino-Anhänger. Ich gebe ihm seine Meisterwerke, sprich Pulp Fiction. Pulp Fiction. Nein, das ist, also ich gebe sie Erfolg mit Pulp Fiction. Er hat auch mit Inglourious Basterds einen recht geilen Film abgeliefert. Mit Django Unchained hat er mich auch sehr überzeugt. Aber gleichzeitig hat er mich zum Beispiel mit Death Proof, Kill Bill 2 maßlos enttäuscht. Kill Bill 1 ist er wiederum sehr solid gewesen. Er hat einfach ein Versprechen in den Raum gesetzt, das dann der zweite dann nicht eingelöst hat. Reservoir Dogs halt die überbewertet. Ja, wir machen jetzt schlau. Und From Dusk Till Dawn ist vor allem einfach geil wegen Robert Rodriguez, weil Tarantino seinen Einfluss findet in der Marginal. Gut, Fakt ist, Hateful Eight ist jetzt sein 8. Film. Wie man merkt, Tarantino ist eine Hate or Love It Angelegenheit. Und ich bin damals den Film im Kino schauen und habe eigentlich nicht wirklich sehr viel davon erwartet, weil, mein Gott, es ist ein Western, der zu 80% in einer Hütte abspielt. Das war's. Also wo Kurt Russell, Samuel Jackson, Jennifer Jason Lee, der Walter Guggins, der Tim Roth, der Michael Madsen und der Bruce Dern in einer Hütte sind und sich mit Dialog versuchen auszutricksen und herauszufinden, wer spielt jetzt da welches Spiel und so weiter und so fort. Das ist es. Aber trotzdem muss ich sagen, der Film macht Spass. Der Film ist kurzweilig. Das muss ich wirklich am Tarantino lassen. Also es ist ja schon eine Kunst für sich, dass es schafft, in so einem eingeschränkten Raum trotz allem einen guten Western zu inszenieren. Auch wenn es eigentlich recht herzlich auch wenn es ehrlich gesagt recht herzlich egal ist. Also willst du sagen, er spielt zu 90% in der Hütte ab. Von mir aus zu 90%, ja. Hey, jetzt kommen wir ja nicht mehr. Hallo Christian, hallo Nadia. Auch wenn es grundsätzlich egal ist, ob der Film im Western abspielt, du hättest also die Handlung auch könnte in die Heutzeit verlegen oder in die Zukunft oder irgendwo noch mal anders in der Vergangenheit, in der Römerzeit oder sonst irgendetwas, würde genauso funktioniert. Vielleicht mal zuerst mal kurz mal, um was es geht. Es geht um den Kurt Russell spielt, einen Kopfgeldjäger, der hat eine bekannte Gangsterbrut, die muss jetzt mal so lapidar ausdrucken, Ganovenbrut festgenommen, das ist Jennifer Jason Lee, und er tut sie überführen zum Henker. Also der Kurt Russell ist bekannt dafür, ein Kopfgeldjäger zu sein, der seine Opfer nicht tötet, sondern immer vor Gericht bringt und dann einen Henker lässt. Darum heisst er auch der Hangman. Und die beiden in einer schneedurchfluteten Landschaft quasi in der Postkutsche sozusagen Jennifer Jason Leigh zum Richter gabeln, dann auf dem Weg noch der Samuel Jackson als Südstaaten, ich glaube es ist ein Südstaaten, ist es Südstaaten oder Nordstaaten? Nein, Nordstaaten. Als ehemaliger Nordstaaten-General auf und der Walter Guggins als zukünftiger Sheriff von einer nachgelegenen Stadt. Irgendwann meinen sie dann einmal im Kutschenhaus, also im Minas Kleinwarenladen. Minis Kleinwarenladen, genau, müssen sie dann einen Zwischenstopp machen, weil der Schneesturm wird schlimm und bla bla bla. Und dort sind dann schon diverse andere Leute, eben unter anderem der Tim Roth, der Michael Madsen und der Bruce Dern, die ebenfalls Unterschlupf suchen. Bald schon tut sich dann herauskristallisieren, dass irgendeiner von diesen Leuten in diesem Raum eigentlich ein Komplize von der Jennifer Jason Leigh ist und sie eigentlich will befreien. Ja? Nur die Frage ist, wer? Und der Samuel Jackson übernimmt dann eigentlich so in einer Form, jetzt habe ich mehrmals eigentlich hintereinander gesagt, das ist eigentlich sehr interessant. Der Samuel Jackson übernimmt dann sozusagen die Funktion von einem Detektiv, im besten Agatha Christie-Manier, und versucht anhand von verschiedenen Dialogen und Schlussfolgerungen herauszufinden, wer genau spielt in diesem Haus ein doppeltes Spiel. Also wer ist in diesem Haus nicht die Person, die noch vorgibt zu sein. Das tönt jetzt, der Film geht ungefähr 160, 165 Minuten, geht recht lang, in der Kinofassung vielleicht noch. Wir müssen vielleicht noch erwähnen, es gibt auch noch eine 70mm Fassung vom Film. Die ist 9 Minuten länger, ich weiß jetzt aber nicht genau, inwiefern die 9 Minuten am Film etwas bringen. Fakt ist auch, der Film funktioniert auch in seiner normalen Kinofassung sehr gut.
Das Einzige, oder was ich am Film auch wirklich, oder am Quentin Tarantino auch wirklich muss vorwerfen, ist, nach einem relativ langen Vorspiel, also bis sie dann mal in die Hütte kommen, entfaltet sich in dieser Hütte dann ein recht intelligentes Verwirrspiel, aber dann die Art und Weise, wie er es auflöst, dann macht er sich irgendwie sau einfach da müssen. Also er tut das jetzt nicht irgendwie als intelligenter Kriminalfall oder so auflösen, sondern er tut es eigentlich am Schluss recht plump auflösen. Da merkt man, also das ist wirklich der Punkt, den ich am Quentin Tarantino vorwirf. Er suggeriert eine Intelligenz, die er im Endeffekt nicht halten kann. Das macht jetzt den Film zwar nicht schlechter, genau dass, durch das es am Schluss eigentlich recht plump wird, wird es dafür um ein recht Stück kurzweiliger, weil dann fließt auch genug Kunstblut, also der Bodycount geht dann auf und so weiter und so fort. Aber es ist einfach schade, wenn du dann einfach ein Regisseur oder ein Drehbuch hast, wo dir eigentlich suggeriert, hey Mann, weißt, ich bin da sau intelligent unterwegs, weißt, ich mache mir da sau Gedanken und im Endeffekt mache ich einfach Holzhammer. Ja, am Schluss macht einfach Auto drauf, baff, baff und das war's. Ja, wie gesagt, es ist zwar dann, wird dann zwar noch kurzweilig, aber im Endeffekt, du kommst dann einfach als Zuschauer, oder ich bin dann einfach im Kino geguckt und einfach irgendwie gedacht, tja, und das war's. Mehr hast du nicht drauf. Und vor allem ist dann auch der Punkt da, dass man dann sich irgendwie fragt, für was brauchst du für 160 Minuten? Die Geschichte, die er erzählt, die kannst du locker auch in 2 Stunden erzählen. Die kannst du locker auch in 100 Minuten erzählen. War genauso gut gewesen. Klar, er hat wunderbare Dialoge. Die Schauspieler sind eigentlich auch gut. Also Kurt Russell sehe ich immer wieder gerne. Samuel Jackson hat eine extremst starke Szene, wo er am Bruce Dern, es ist jetzt auch kein Spoiler, wenn ich das verrate, tut erzählen, was er mit seinem Sohn gemacht hat. Oder angeblich gemacht hat, weil es steht im Raum, ob es auch wirklich so passiert ist. Aber in diesem Moment, ich meine, Samuel Jackson ist ja wirklich einer, der sieht man ja in allen Filmen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der macht in jedem Hollywood-Film mit. Und da spielt er aber wieder mal seit langem wieder mal richtig gut. Und vor allem in dieser Szene kriegst du wirklich Angst um Samuel Jackson. Also dort ist er wirklich ein schwarzer, grosser, Entschuldigung, wenn ich das sage, Motherfucker. Da kriegt man wirklich, wirklich, wirklich Angst vor ihm. Und da spielt er wirklich super. Auch der Michael Madsen ist schön, ihn wieder mal in einem Kinofilm zu sehen. Halbwegs nicht. Und Bruce Dern ist immer wieder gut. Tim Roth, muss man sagen, da kann man jetzt drüber streiten. Er spielt gut, aber seine Rolle erinnert unheimlich an Christoph Waltz in Django Unchained und Inglourious Basterds. Also es ist halt auch so ein bisschen so eine neunmal klug. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass die Rolle eigentlich von Christoph Waltz geschrieben ist. Aber trotzdem, auch Tim Roth ist eigentlich auch schön zu sehen. Und Jennifer Jason Leigh tut eigentlich auch an den Männern recht viel Joe stellen. Was ich am Film auch noch vielleicht noch kurz vielleicht noch als Kritik vorwerfen will, ist, dass er dann plötzlich, ohne wirklich grossen ersichtlichen Grund, mit Off-Kommentar vorarbeiten tut. Also er hat zwei Momente, wo aus dem Off plötzlich eine Erzählstimme auftaucht. Und die Erzählstimme ist der Quentin Tarantino. Hätte grundsätzlich nichts dagegen, wenn der Müsse ein bisschen Gefühl in seine Stimme hineinlegen würde. Weil du hast wirklich das Gefühl, er hockt vor dem Mikrofon, bla 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 bla. Also so ungefähr, wie ich jetzt gerade mit euch rede. Da fragt man sich, wenn er schon aus irgendwelchen Gründen entscheidet, ey, ich will mit Erzähler arbeiten. Wieso holt er sich nicht wirklich eine gute Stimme? Wieso hat er sich nicht James Earl Jones geholt? Sam Jones, Sam Elliott oder wie sie auch alle heißen, man geht an Liam Neeson, das hat wirklich eine gute Stimme, eine markante Stimme. Weil der Tarantino, ich meine, wenn schon mal im Interview gehört hat, weiß, was er für eine Stimme hat. Das ist ein bisschen ein leicht hochgeschrubbt. Und vor allem fragst du ihn auch die ganze Zeit, wieso plötzlich der Erzähler? Also der Erzähler macht auch nicht wirklich Sinn, außer dass er dann etwas erklären tut, wo man dann auch irgendwie das Gefühl hat, dass der Tarantino der Meinung ist, der Zuschauer ist zu dumm dafür, das auch so zu schnallen. Anstatt dass er nur mit einer Bildkomposition. Oder Morgan Freeman, genau, Morgan Freeman, sehr gut, ja. Danke, gut gehabt. Man hat dann einfach irgendwie das Gefühl, dass der Tarantino einfach der Meinung ist, der Zuschauer ist zu dumm, etwas nur zu schnallen, wenn man es ihm nur anhand von Bildern zeigt. Also von Kamerafahrten, blablabla, Kamerawinkel und so, weil das wäre locker gegangen, ohne Problem, weil so anspruchsvoll ist, er nicht, ist das nicht, was er am Zuschauer will verklickern. Nein, es muss am Zuschauer dann auch noch so im Besto Schwiegertochter gesucht, doppelt und dreifach noch auf die Nase gebunden werden. Das sind so die Kritikpunkte, dass es am Schluss sehr einfach macht und die zwei Momente, wo der Erzähler sozusagen in die Handlung einbricht und vor allem dann den Film auch als eine Erzählung entlarvt.
Also es ist nicht wirklich so, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, bla bla bla. Das sind so die Kritikpunkte, die ich an der Hateful Eight eigentlich so anführe. Also es ist definitiv nicht das Meisterwerk, wie alle gern sagen oder viele sehen. Man mag mich jetzt dafür hassen, aber ich muss sagen, der Tarantino hat kein bei anderen Regisseuren würde man so etwas kritisieren, bei Tarantino tut man es abfeiern. Aber trotzdem muss ich sagen, ist der Hateful Eight der dritte wirklich sehr gute Film im Folge von Monsieur Tarantino. Also Inglourious Basterds, Django Unchained, Hateful Eight. Sowohl für Western-Fans wie auch für Nicht-Western-Fans empfehlenswert. Wie gesagt, kein Meisterwerk, aber ich gebe dem Film trotzdem 3,5 von 5 Sternen. Stern. Handschellen. Ja, sehr Sheriff, Stern, ja klar. Tarantino-Fans könnten aber locker dann eine halbe Handschelle draufhauen. Also könnt dann auch 4 machen draus. Oder von mir 4,5 oder macht auch 5 oder 6, ist egal. Ich bleibe bei meinen 3,5 Handschellen. Ich habe den Film im Großen und Ganzen sehr gut gefunden. Wie gesagt, es gibt ein paar Makel. Und ja, wenn man Tarantino-Fan hat, Fan ist, wird man sicher gut mit unterhalten werden. Auch diesen Film verlosen wir übrigens 4-mal auf Blu-ray mit freundlicher Unterstützung von Ascot Elite. Und ja, was muss man da für eine Frage beantworten? Genau. The Hateful Eight, wenn ihr euch das Cover von der Veröffentlichung anschaut, wie viele weibliche Figuren sehen ihr auf dem Cover? Also nochmal, schaut euch im Internet das Cover von der deutschen, schweizerischen Veröffentlichung von The Hateful Eight an und sagt mir, wie viele weibliche Figuren sehen ihr auf dem Cover-Motiv von The Hateful Eight? Einfach mehr nur die Zahlen, es geht mir nicht darum, wer darum sehen oder so, einfach nur sagen, wie viele. Sind es 1, sind es 2, sind es 3, sind es 4, sind es 5, sind es 6, sind es 7 oder 8? Ganz einfach. Und auch hier schickt die Antwort bitte an badcop@moviecops.ch.